Dann starte ich jetzt die Aufnahme, ne? Jo. Dann geht's los in 5. Oh, wir sind schon in der Aufnahme. Oh, hallo. Hallo! Bin ich aus Versehen Sie auf Plus? sagen, Profi ist bei der Arbeit. Ja, kann sein, dass ich aus Versehen gerade auf Plus gekommen bin. Aber naja, egal. Wir willkommen zu, ja, Direwolf 20 und so, ja, beste Ansage ever. Wir haben dann gerade mal hier so ein bisschen was zusammengefarmt, haben nochmal 7 Emeralds bekommen. Ich würde sagen, Advanced Photovoltaik. Dafür brauchen wir jetzt Vibrant Alloy. Das ist ein Alloy-Smelter, Energetic Alloy mit einer Enderperle. Okay, Energetic Alloy ist einfach ein Redstone Gold und Glowstone. Machen wir jetzt mal 5 davon. Barren sind hier, Gold haben wir auch noch was. So, oh, hab schon wieder die Musik vergessen. Na, Musik? Ah, Musik. Gut. Das Silikon tue ich einfach mal hier zu. Dann kann ich das hier mal kurz wegtun. Du hast es aber auch noch nicht ganz mit der Ordnung, ne? Nein. Versuch's halt mit einem E-System oder auch in unserem Falle nicht, aber Ja, egal. wollte ich gerade gesagt haben, wo ist denn unseres? Man kann sich währenddessen mal schauen. Enlightened Fused Quarrel. Au. Okay, wir brauchen dann nochmal 8 Quarz. Das muss einfach mal kurz durchlaufen. Ich muss mir überlegen, was wir überhaupt für Conduits dann da nehmen. Was haben wir denn so zur Auswahl? Ich glaube, wir gehen einfach wirklich über die normalen Energy Conduits. Da, Ja. die leiten schon mal 640 F pro Tick. Da kannst du ja schon mal die Binder Composite fertigstellen. Das ist auch ganz easy. Muss ich einfach noch ein paar Ressourcen schnell holen, aber das haben wir jetzt echt alles hier um die Ecke. Muss ich nicht lange suchen, das ist einfach noch ein bisschen Sand und Gravel. Ach ja, wo ich beim Thema Sand bin. Als ich hier die Festplatten am Suchen, die Druckstandsplatten hier am Suchen war, habe ich auch nochmal eine Wüste gefunden. Oh, cool. Also das können wir dann relativ easy Sand farmen. Habe ich mir auch mal hier ein Waypoint hingemacht. Und wir werden auf jeden Fall, wenn wir die Gravel aufstellen, werden wir auf jeden Fall auch Gravel behalten. Gravel. Ja. Für die Flens oder worum geht's? Nein, 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 nicht für die Flints. Für hier Binder Composite für die Kabel. Oh, Du okay. musst ja nämlich von so eine Hülle mit, sage ich mal, machen aus Gravel, Sand und Clay. Dann kriegst du Binder Composite. Haben wir zum Beispiel gerade 16 bekommen. Und wenn du das jetzt schmilzt, eins, kriegst du nochmal 4 Stück vom Conduit Binder. Okay. Okay, das ist fertig. Dann knüppel ich schon mal das da rein. Dann bräuchte ich 2 Glowstones. Wir brauchen. Ich mach mal 2. Obwohl. Wir brauchen sogar 4. Oh, verdammt. Irgendwas sagt mir, die werden dafür jetzt alle Enderperlen verschwenden. Gut, das haben wir. Clay-Silikon tue ich mal zurück. Alter, Ender-IO ist so kostenintensiv. Wenn zum Ende zumindest anständig funktioniert. Ich will's hoffen. So, Enlightened Fused Quartz. Haben wir jetzt 2 Stück? So, Daylight Sensor. Pulsating Iron. Wie kriegen wir jetzt am besten Enderperlen her? Enderfragmente haben wir doch. Verdammt, wir haben genau eins zu wenig. Und hier ist auch gerade kein Enderman oder so, ne? Mano. Würde mich eher wundern. Und nicht mal so ein Ender-Mini. Nö.
schau mal ganz schnell hier so rum in der Nähe. Ich habe gerade ein Schwein mit dem Ender-Mini verwechselt. Neuer Rekord. Klaus. Ich bin ein echter Profi, hab ich das mal erzählt? Ja, ein paar Mal. Ah, sieht aber auch echt nicht gut aus. Oh, hier war ein wundervoller Chunkfehler. Oh! Das ist eine Formkraftruine. Würde sagen, hau rein. Das wir die noch nicht gesehen haben. Von Botania, die Chamalili. Betreibt man die mit Lava oder wie sieht das aus? Ich glaub schon. Hey Sebastian? Jo. Sag mir, dass ich das drauf habe. Was hast du gefunden? Quasi 4 Enderlily Seeds. Ey, jetzt aber mal im Ernst. So viel Zufall. Natürlich episch. Und bevor jetzt irgendeiner ankommt, das ist vorgespielt oder so. Das war jetzt gerade echt Zufall. Kann man ja auch lustig über Tinkers Konstrukt sich Endstone machen? Kannst du über Firmware Expansion auch. Stimmt, genau, mit Terminal ging das ja auch. Okay, Vibrant Alloy, das machen wir jetzt so Vibrant Crystals. So, die haben wir. Doof und doof. Dann, wir haben auch so ein Miniaturwetterz bekommen. Ich würde sagen, ich pflanze schon mal die Enderlily Seeds an. Das mache ich aber hier im Haus. Das ist mir sicherer. Normalerweise müsste ich da jetzt schon das Prinzip Harvest am Planter machen. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich muss die Aufnahme unterbrechen. Ich muss das Texture-Pack raushauen. Tut mir leid, Leute. So, ich habe das Texture-Pack jetzt mal rausgehauen. Es tut mir leid, Leute, aber geht gerade nicht anders. Das Pack ist einfach zu groß. Und der Erste, der jetzt sagt, mein PC ist scheiße, ist er nicht. Das geht mir gerade selbst ein bisschen auf die Eier. Ich finde eigentlich das Textpack. Normalerweise sieht das so kacke aus. Ich schaue, dass ich bis zur nächsten Aufnahme wenigstens mal Faithful installiert kriege, damit wir wenigstens ein paar Texturen haben. Bist du das gerade mit Default drin? Ja, ja. Okay. Geht nicht anders. Und Default sieht echt kacke aus. So, was brauchen wir jetzt noch? Pulsating Iron. Wir haben jetzt gerade Nacht, ist hier irgendwo ein Enderman. Warum nimmst du nicht die Wisp? Ich wollte gerade eigentlich pennen. Oder soll ich Nacht lassen? Lass bitte mal eine kurze Nacht. Okay. Kannst gerne auch mal gerade nach einem Enderman suchen, ansonsten gibt es nichts mehr im ME-System. Jo. Alter. Läuft halt auch bei mir wenigstens was flüssiges. Haben wir Enderman. Was? Ich würde sagen, hau drauf. Mhm. Enderperle. Damit wie brauchen wir? Eine. Oh. Gut. Ignoriere mich, Wizardwitch, ignoriere mich. Alter. Die Wizard Witch ist so OP, das ist krass. Jetzt kannst du von mir aus pennen gehen. Okay. Gut, dann mache ich jetzt mal gerade schnell 2 Pulsating Iron. Einziges, was ich mal versuchen könnte, ist, dass ich das Fax-Texture-Pack in noch einer kleineren Größe nehme. Ich habe schon 64x64 genommen, aber das war anscheinend doch noch zu groß. Ja, generell gibt es ja das 32er.
Ja, muss ich gleich das 32er nehmen. Was ich mal machen kann, Conductive Iron, das ist einfach, ja, Eisen und Rotstein. 1, 2, 3, na? 1, 2, 3. Duff, duff. Eine Pulsating Iron ist fertig. Ich glaube, ich habe das jetzt auch schon so oft momentan die Aufnahme einfach laufen lassen. Ich. Lol. Hast mich gerade erschrocken. Ich glaube, ich muss das. Das sind schon mittlerweile zwei verschiedene Parts. Na gut. Advanced Photovoltaic Cell. So, und die. Mir ist gerade aufgefallen, unsere Orberry Farm fungiert ein wenig als Monsterfalle. Ja, wenn auch nicht sonderlich effektiv, aber gut. Ist mir auch schon aufgefallen mittlerweile. Gut. Ich mache mal gerade groß. Irgendwie verkackt er das gerade was. Effizienz ist hier 73%. Okay. Ich glaube, dann können wir auch gleich eine Painting-Maschine machen. Das zweite Conductive Iron, und wo habe ich jetzt hier das Binder-Gedöns getan? Ah, hier, Binder-Composite. Weil das darf jetzt nochmal schön gebacken werden, damit wir auch die Konduits hinkriegen. Ah, wenigstens geht das was schneller. Zwölf Conduit-Binder, das reicht schon mal. Und wir haben 8 Energy-Conduits. So. Dann können wir das jetzt zumachen. Und ich glaube, dann brauchen wir auch nicht mehr den hier. Was ich jetzt mal mache, ist, glaube ich, eine Jeta-Wrench. Oder? Ja, Jeta-Wrench machen wir mal gerade. Soll ich auch noch eine Jeta-Wrench machen? Das hätte ich einfach mal als ein Ja. Ah, ich hab bei ihm was. Ist gerade die Tür aufgegangen. Mega Rubber Sim. Aua. Okay. Das könnte lustig werden. So. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 und 3. Gut, dann machen wir das nochmal. Flint tue ich einfach mal da rein. Schau mal gerade ganz kurz wieder. Brauchst du das Basic Gear noch? Kannst du gerade raus tun, wenn du es kurz brauchst. Also, falls du mitbekommen hast, die Photovoltaikzelle steht. Okay. Ich will mal kurz schauen, ob das reicht für die beiden Maschinen alleine. Was ich aber schon mal jetzt hier mache, das sieht zwar jetzt noch ein bisschen blöd aus. Aber ich mache da schon mal so ein bisschen was Platz. Was wir auf jeden Fall nochmal machen werden, ist dann eine Painting Machine. Das hört man eigentlich gerade. Ich mache mir jetzt mal gerade eine. Alter, die Energiezelle reicht für beide Maschinen schon aus.
Ich mache mir auf jeden Fall gerade nochmal eine Jeta-Wünsche. Ich mache dir direkt danach auch noch eine. Okay. Kannst du die Basic... Also, schon gut. Okay. So, die Jeta-Wünsche. Das ist eine der geilsten Wünsches überhaupt. Weil wir können jetzt hier genau auswählen, was wir wollen. Wir können jetzt hier auswählen, ob wir die Energieleitung wollen, ob wir die Redstone-Leitungen wollen, die Fluid-Leitungen, die Item-Ducts oder die ME-Leitungen. Oder ob wir alles haben wollen. Und das ist so ziemlich eine der hilfreichsten Wünsche aller Zeiten. Okay. Sebastian. Jo. Wollen wir noch schnell die Painting-Machine machen oder wollen wir direkt zum ME-System? Ich glaube, wir machen noch voll. Ah, ME-System. Ich mach noch ganz schnell die Painting-Machine. Damit das wäre. Du fragst mich überhaupt, wenn dich meine Meinung nicht interessiert. Hallo? Wann hab ich je deine Meinung interessiert? Jetzt mal im Ernst. Okay, mal Spaß beiseite. Painting-Machine, wir brauchen noch ein Machine-Chassis. Okay, wir müssen noch ein Gold-Nugget auf. Also einen Goldbarren aufmachen. Soweit davon, oder? Ja. Und dann nehme ich mal hier so was Eisen raus. Okay, 1, 2, 3, 4. Doof. Basic Capacitor. Und ich wette, ich mache es wieder falsch. Wow. Ist ja unglaublich. Ach, Electricals-Typen. Aber na gut, das haben wir ja gerade noch. Keine Beweise. Moment. Abgeschmiert oder Internet? Nein. Ich hab nur den etwas falschen Button erwischt, um die Option zu schließen. Okay. Ein richtiger Profi. Ja, das merkt man. Was man nämlich mit der Painting Machine ganz kurz machen kann, es gibt von Ender.io gibt es, wo haben wir sie, die Conduit-Fassade. Und die können wir halt einfärben. Finde ich halt für außen die drei Blöcke da relativ gut. Was haben wir noch alles? Travel Anchor, wie viel kostet? Ja. Das kann man mal machen. Was haben wir da? Enderman Head. Wir brauchen einen Enderman Kopf. Wo kriegt man den her? Was wir auf jeden Fall nochmal später machen müssen, ist wirklich so ein Wireless Charger. Die Teile sind awesome. Ja, kann ich mir vorstellen. Schieß einfach auf Karum, deine ganzen Werkzeuge werden aufgeladen. So, Painting Machine. Da mache ich mal gerade ein paar Conduit-Fassaden. 5 sollten reichen. Und das machen wir damit. So, und um das mal ganz kurz zu zeigen, was die Conduit-Fassade kann, haben wir jetzt hier so eine offene Leitung. Hopp. Also man kann damit ziemlich gut diese ganzen Conduits verstecken. Oh, ist natürlich cool. Wie gesagt, es gibt nichts Hässlicheres als offene Kabel. Ist echt so. Gut, ich glaube, drinnen ist es erstmal nicht so wichtig, aber hier setze ich mal einer hin. Und hier auch noch. So, die laden sich auf. Ah. Und jetzt müssen wir notgedrungen daran auf zu Applied Energistics 2. Also, das Wichtigste haben wir schon mal. Die Druckplatten. Ohne die kommt man nicht weit.
Was wir brauchen, ist ein ME-Controller. Dafür brauchen wir einen Engineering-Prozessor, 4 Skystone-Block und 4 Pure Fluix Crystal. Skystone-Block ist noch relativ easy, man nimmt einfach hier diesen Skystone und schmelzt ihn. Da haben wir noch ein bisschen von über. Das ist kein Problem. So, jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Engineering Prozessor. Dafür brauchen wir einen Inscriber. Und wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Ich bin gerade am Suchen. Inscriber, Vibration Chamber. Inscriber. Dafür brauchen wir einen Fluix Crystal. Und der wird gemacht, indem wir einen Charged Cerus Quartz und einen Nether Quartz und einen Redstone in eine Pfütze schmeißen. Charged. Cerus Quartz, ein Nether Quartz und ein Redstone. Und jetzt kannst du mal. Ich gehe einfach mal gerade vorher schlafen, bevor wir das machen. Ja, dürfte gesünder sein. So, das kannst du dir jetzt gleich auch mal kurz anschauen, wenn du willst. Jo. So, dafür gehen wir extra hier drüben in die zur Pfütze. Bist du da? Da oben bist du. Und zwar, wie gesagt, wir brauchen jetzt ein Nether Quartz, ein Cerus Quartz, ein Charged und ein Redstone. Warten. Und da sind zwei Pure Fluix Crystal. Zwei Fluix Crystal. Cool. Und das ist eines der beschissensten Ideen, die man an Ressourcen kommt, finde ich. Ich nehme mir mal was für Futter raus. Bin gerade wieder am Kriechen. Okay. Dann brauchen wir für den Inscriber zwei Sticky Pistons. Rubber haben wir, ne? Ja, haben wir was. 2. Ach, und Sebastian. Ja. Dann eben nicht. Dann bleib einfach dumm. Na gut, Inscriber. Da brauchen wir zwar insgesamt 7 Eisen. Wo war's? Subscribers. Och. Du darfst auch gerne einmal das, was ich haben möchte, schon so hinlegen. Das sind immer eine NEI-Funktion. Na, aber na gut. Raw Rubber, 2 Sticky Pistons, Iron und Fluix Crystal. Inscriber. So. Der Inscriber. Jetzt kommt der lustige Teil. Für einen ME-Controller brauchen wir ja hier Printed Engineering Circuit, einen Redstone und ein Printed Silicon. Silicon, können wir das von Ender.io nehmen. Nehmen wir einfach hier diese Silicon Press. Wo haben wir sie? Eine Silicon Press und ein Silikon. So, wenn wir das jetzt aber da reinschmeißen. Oh, läuft das jetzt doch schon? Haben sie es gefixt? Finde ich ja cool. Dann habe ich nichts gesagt. Das ist ja gut. Weil vorher war das so, dass das mit dem Strom von Ender.io nicht funktioniert hatte. Okay. Ja, und wäre auch irgendwie blöd gewesen. Ja. So, jetzt brauchen wir den Engineering Prozessor. Die Press. Und einen Dia. Die wird jetzt auch gepresst. Also beschrieben und wir haben die Printed Energy Circuit. So, dann können wir jetzt das reinhauen. Na, ne, die Schaufel möchte ich nicht als Chip haben. Knüppeln das Redstone rein. Der nächste Chip wird fertig gemacht. Und wir haben einen Engineering Prozessor. Yay. So, jetzt brauchen wir aber nochmal Pure Fluix Crystal. Dafür brauchen wir Fluix Dust. Dafür müssen wir nochmal Fluix Crystal machen. Und glaub mir,
bei dem, was jetzt kommt, da könnte ich teilweise so einen Krampf kriegen. So schlimm. Glaub mir, das ist ein richtiger Krampf. Dop, dop, dop. Und... Fluex-Rüssel. Damit wir jetzt aber da den Fluex das rausbekommen, müssen wir das nochmal grinden. Im Grindstone. Eins haben wir schon. Zwei, so. Und mit Fluix Dust und Sand kriegen wir zwei wundervolle, insgesamt vier Fluix Seeds raus. So, diese Seeds. Schon wenn wir Uhren schauen, passiert nichts. Aber wenn wir jetzt mal hier den Pure Fluix Crystal anschauen. Drop a Fluix Seed made from Fluix Dust and Sand into a puddle of water to make the process faster at Crystal Growth Accelerators. Ich mache das jetzt bewusst hier hin. Wasser. Und da werden die Fluix Crystal reingeschmissen. So. Die schwimmen da jetzt. Und die werden nicht despawnen. Ah, bestimmt nicht. Nee, das werden die wirklich nicht. Die können, wenn sie im Wasser sind, nicht. Oder generell nicht despawnen. Okay. Was wir jetzt aber noch brauchen, damit das überhaupt was funktioniert, weil wir könnten es so machen, jetzt einen Chunkler da hinlegen und dann warten. Oder wir stellen wirklich einen Crystal Growth Accelerator daneben, wenn ich ihn gerade finden würde. Ah, hier. Okay. Ja, also generell so, ich nehme die mal ganz kurz auf und da steht jetzt 0. Oh, okay. Also so circa dauert das jetzt so circa ohne Crystal Growth Accelerator, wenn ich mich nicht vertue. Also ich drücke es mal so aus. Nächste Woche und die Dinger sind vielleicht fertig. Okay, ja gut. Dann. Also, das sind die ganze nehme ich natürlich jetzt auch noch für euch. Auf, ich mache das jetzt im Zeitraffer oder nee, komm, ich lasse das jetzt einfach so in der Aufnahme. Na gut, na gut. Ja, wir bleiben aber auch noch so lange hier, ne? Ja, ja, klar. Alter, das ist so ein Kraft, das glaubst du nicht. Ein Crystal Growth Accelerator will ich noch machen. Dafür brauchen wir jetzt Quarzfieber. Das heißt, wir brauchen Zertus Quarz. Glaub mir, das ist echt ein Krampf. Das neue ME-System ist so ein Krampf, das glaubst du nicht. Zwei. Gut, das haben wir. Ich mache währenddessen noch mal ein bisschen Glas fertig. Wow. Fast alles ist fertig. Nur die Fluix gehören sie nicht. Und denk dran, dann haben wir erstmal den Controller. Mit Drive ist eigentlich kein Problem. Aber, was es nicht mehr gibt, es gibt nicht mehr das, hier, das Crafting Terminal als Block gibt es nicht mehr. Nicht? Okay. Nee, das wird auch nochmal lustig. Oh. Willst gar nicht wissen. Wir müssen dafür erst ein Illuminated Panel machen. Das ist relativ easy. Das wird dann über einen Prozessor und drei Kerne zum ME-Terminal. Und das muss dann nochmal zum Crafting-Terminal gemacht werden. Yay. Na, wer will alles wissen, wie weit wir schon sind? Oh, 0,0%. Also Leute, das werdet ihr jetzt noch die nächsten paar Folgen haben, dass ich mich darüber ein bisschen auskotzen werde. Ja, das ist irgendwas schreit gerade so nach einem Chunk-Loader. Dezent, ne? Na gut. Ich mache das aber gerade die neuen Kabel. Und zwar gibt es die Vorversion und das sind die Quarzfieberkabel. So, Crystal Growth Accelerator. Quarzglas bräuchten wir jetzt noch.
Das heißt, ich darf noch mal ein bisschen was machen. Ich glaube, das gibt eine der spannendsten Folgen aller Zeiten. Oh ja. Ey, jetzt im Ernst, Planet Energistics 2. Ich meine, SME-System ist es immer noch wert, aber ich könnte mich so auskotzen, das glaubt ihr nicht. Na, haben wir es gleich? Das haben wir fertig. Hier braucht man noch Quarzglas. Nur so zur Info, ich mache jetzt gerade nebenbei noch für Botania den Runik-Altar. Macht nicht so weit, ne? Dass wir das auch noch in den Aufnahmen haben. Naja, das ist noch was Kleines. Ja, dann ist gut. Gut, Fluix-Crystal bräuchten wir dann nochmal. Oh, jetzt wird's lustig, wir haben kein Charge-Status-Quarz mehr. Dann müssen wir eben nochmal was machen. Und wie? Wir nehmen jetzt hier 5 Iron. 2 Fluix-Crystal und wir haben einen Charger. Ich mach mal gerade 2 Stück. Die stelle ich jetzt hier ran. Ist da keine Conduit mehr? Doch. Ja. Charge Status Quartz is crafted by inserting an uncharged Status Quartz Crystal into the charger and powering it. Ach, jetzt sag mir nicht, der braucht wirklich die Vibration Chamber. Ach Leute, ich hab keinen Bock mehr. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich krieg noch einen Schreikrampf. Wenn diese Folge trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in den Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.